Hey, meine Rabauken, wir befinden uns in einer ganz normalen Vanilla-Minecraft-Welt. Nein! Nein! Denn wir haben heute 6 verrückte Crafting-Rezepte, die wir heute ausprobieren wollen. Mit OP-Werkzeugen, OP-Rüstung, OP-Waffen und alles wird heute OP. Mit dabei ist Jamelo, meine Katze. Zufällig stand hier eine schwarze Katze und jetzt habe ich Jamelo hier. Und Elina ist natürlich auch... Ich bin auch dabei. Elina ist auch dabei. So, für unsere erste Herausforderung, was wir craften wollen, benötigen wir 3 Smaragde. Das ist relativ easy, weil wir befinden uns hier bereits in einem Dorf. Bevor wir aber uns um die Trades kümmern, brauchen wir erstmal kräftig Likes, Leute. Nur mit Likes kann... Okay, ich wollte sagen, kann Jamelo überleben, aber... Wir machen einen taktischen Rückzug. Ich würde mich allgemein über Likes freuen. Und abonniert den Kanal, da würde ich mich auch sehr freuen. Okay, let's go. So, wir brauchen... Wenn ihr auch genügend Like bekommen, wir einen saftigen Rabatt beim Villager. Oha, ehrlich? Nee, war gelogen. Okay, es sind 30 Lügner gewesen. Oh Gott. Regina, aber eigentlich, warte mal, wir müssen mal Jamelo parken. Ich kann doch Jamelo nicht die ganze Zeit jetzt hier mitnehmen, oder? Ja, wir bauen... Ja, wir werden was sehr Explosives auch bauen und so. Ich weiß nicht, ob das so geeignet ist für den Jamelo. Ja, weiß ich auch nicht. Hier, Jamelo, da park mal dich erstmal. Kannst du mal ein bisschen entspannen und so. Ne? Wir benötigen am besten einen Bogner-Tisch. Da kriegen wir jetzt hier am einfachsten Smaragde. Dazu brauchen wir aber... Ui... 2x Kies. Bleib stehen, Ben! Lina, ich such Kies. Ich will dir doch nur deine Sachen bringen. Aber ich brauch Kies. Ich habe Kies. Sogar mehr als genug. So, wir zählen mal. 2 brauchen wir. 2, 3, 4. Das wird wieder so ein bodenloses. Ich sage euch das. 5, 6, 7. Ah, beim 7. habe ich das erste. 16 Stück. Ist okay, oder? 16? Mhm, ja. Ein Bogner-Tisch. So, Hammer. Jetzt müssen wir hier irgend sowas abreißen, damit der einen neuen Job kriegt. Du sollst ein Bogner werden, Kollege. Hä? Hä? Dauert ein bisschen. Und? Er ist, Bock? Er ist noch kein Bogner. Er ist noch in Ausbildung, sagst du. Der hat noch nicht die Ausbildung abgeschlossen, deswegen darf er noch kein Bogner sein. Oh, der andere hat sich den Job geschnappt. Oh, der hat die den falschen Trade. Aha. So, 1, 2 und 3. Vielen Dank fürs Geschäft. So, jetzt haben wir 3 Smaragde und mit diesen 3 Smaragden können wir den ersten verrückten, das erste verrückte Crafting-Rezept machen. Und zwar eine Smaragd-Spitzhacke. Die hat natürlich eine besondere Fähigkeit. Passt mal auf, wir sollten lieber ein bisschen Abstand zu Jamelo halten. Und zwar kann man mit der... Hi. Ich habe auch eine Emerald-Spitzhacke jetzt bekommen. Lass mal doppelt. Oh! Alter! Aber auch damit stopp. Nicht so tief. Guck mal, die Erze, werden die nicht verbrannt? Kriegt man die? Ich hab Kupfer bekommen, ja. Gebranntes Kupfer. Das hat so einen ganz komischen Crispy-Sound, ne? Ja. Wir müssen weiter runter. Oh! Asponali. Ja. Nametag, nice, das können wir dem Muggi auch machen. Haben Sie mich mal nicht hier, bitte. Das ist schon sehr heavy. Habe ich Eisen? Das burnt das auch direkt, ne? Ja, sag ich. Das ist praktisch. Ja, wir müssen ganz runter, Leute. Wir brauchen nämlich ein paar Diamanten. Das ist ja Wasser. Man kann das auch geradeaus machen. Okay, das macht das Ganze natürlich viel praktischer. Okay, ich sollte mir mal eine Fackel machen. Ich sehe nämlich ein bisschen schlecht. Schon besser. So, auf welcher Höhe sind wir denn? Minus 10. Da müssen wir weiter... Lapis? Ja, klar, warum nicht? Müssen wir weiter runter für den Dias. Minus 50, das ist ja gut. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns das Bedrock hier nicht... Mein Brot ist verschwunden. Oh, ich habe jetzt 3 solche Spitzhacken. Was ist hier los? Der beschwert dich doch nicht, ist doch cool. Ja, aber ich hätte lieber was zu essen. Mann, wie kann ich denn keine Dias finden? Das kann wohl gar nicht wahr sein. Ich habe eine Überspitzhacke hier am Start. Da war... Oh, was? Was? Das war ein 8er Vorkommen. Geil. Nein. Jetzt müssen wir irgendwie wieder hochkommen. Wie kommen wir wieder hoch? Hätten wir Wasser gehabt, das wäre praktisch. Warte, hier war irgendwo Wasser in dem Tunnel. Ja, aber das war ein bisschen früher. Aber warte, ich kann uns die Treppe machen, gar kein Problem. Lina, trag mich. Mit diesen Diamanten können wir jetzt die Diamantbrustplatte craften. Spaß. Wird das hier schon angezeigt? Nee, weil da muss ich mal ganz kurz in mein schlaues Handy gucken. Wir brauchen Holz. Hast du ein bisschen Holz, Lina? Holz habe ich jede Menge. Nice. Holz. Wir brauchen nämlich eine Kiste. Oha, woher? Ich habe das alles gefarbt. Warte mal, ich habe eine Idee. Warte mal, ich will mal vorher noch was testen. Man kann doch bestimmt auch Holz damit abbauen.
Das geht, da geht das. Das ist geil. Das ist nur nervig laut. Ach, so laut ist es gar nicht. Kiste in die Mitte, einmal Diamanten ringsherum. Und wir haben einen Diamanttempel in der Hand. Was? Der sieht ja so cool aus. Ja, crazy, crazy, crazy. So, den platzieren wir jetzt. Jamelo, geht's dir gut? Alles klar. Hey, hier ist Mucki, oder? Wo ist Mucki? Ich hab einen Nametag. Nee, Entschuldigung, hab ich. Ja, nee, mal reicht. Was Besseres. Doch, hä, geht doch schon. Ist halt ein bisschen zu viel in der Sonne gewesen. Bisschen ist ausgeblieben. Fell hat ein bisschen die Farbe verloren. Das ist unser Möggi. Haben wir einen Amboss? Wir brauchen einen Amboss. Warte, ich hab 11 Eisen. Amboss! Muggi! Ey, der Jamelo und der Muggi. Okay. Wir machen jetzt hier ein. Jetzt brauchen wir aber eigentlich noch eine Katze. Für der Fivey. Das ist die Lieblingskatze. Bam. Ein Diamanttempel. Oh Mann, Alter, sieht das nice aus. Okay, erstmal auf Nummer sicher. Wow. Erstmal Nummer sicher. Ich weiß nicht, was da. Warte. Ich weiß das nicht. Sieht so cool aus. So, ich mache alles doppelt. Wartet mal. Wir machen mal eine doppelte Brustplatte. Bitteschön. Wir machen eine doppelte Hose. Bitteschön. Full Dia. Vielleicht noch ein Dia-Axt oder so. Boom. So. Guck mal, aber hier ist da bestimmt hier unten auch noch was. Verdammt, die kann das nicht abbauen. Du kannst es rechts klicken. Nein, ich will aber nicht zu viel abreißen. Bist du doof? Ach, da passiert doch schon nichts. Ja, okay, wenn du das sagst. Oh, zum Glück ist da kein TNT. Kiste. Oh! Was darf es da drin? Ah, nix, Elina. Nix, was du brauchst. Nix, nee. Will's sehen. Das ist nur Quatsch drin, Elina. Oh hier, nimm dir mal das Enderite-Schwert. Diamant plus Schwert. Nimm dir mal das Schwert raus. Lava-Touch. Ich habe ein Feuerschwert mit Lava-Touch. Was kann denn Lava-Touch? Was ist hier drin? Nix. Was hast du in deiner Kiste gehabt? Nur Dias und goldene Äpfel. Okay, ich muss mal Lava-Touch probieren. Lava-Touch, ist das einfach Verbrennung? Okay, das scheint einfach Verbrennung zu sein. Hm. Klingt aber cool, Lava-Touch. Ja, klingt viel cooler. Also, oder was ist, wenn ich Lava berühre? Wissen wir nicht, kennen wir nicht. So, Guti, kommen wir zur dritten Sache. Dazu brauchen wir eigentlich nur ein Schild und ein bisschen Eisen. Das haben wir auf jeden Fall genug. Ein Schild. Und um das Schild drumherum machen wir Eisen. Und das ergibt ein Kettensägenschild. Nein. Fackeln raus. Kettensäge. Alter. Was ist, wenn ich dich haue? Ja, ich weiß jetzt, was das Kettensägenschwert kann. Es kann, wie... Wenig überraschend, eine Kettensäge. Pass mal auf, Leute. Und zwar kann ich jetzt hier diesen machen. Zack, zack. Übelst stark, ne? One-Shot. Zack, zack. Macht's dich auch One-Shot? Ah, bei dir klappt's nicht. Bei dir klappt's nicht. Schade. Puff. Ist ein starkes Ding. Kann man auf jeden Fall immer gut gebrauchen. Klappt es aber auch in der Offhand? Das ist jetzt eine entscheidende Sache, die wir trainieren. Also üben müssen. Also ich meine, testen müssen. Nee, klappt nur in der Haupthand. Manu. Verdammt. Eine Amethysthöhle, Leute. Freigelegt mit der wunderbaren Emerald-Spitzhacke. So, wir brauchen Scherben. Bauen wir das ab? Achso, warte mal. Nehmen wir die hier. Let's go. 1, 2 und das reicht schon. Mehr brauchen wir gar nicht. 8, achso, da kriegt man immer voll viele raus. Bergbank, zack, Stick, zack. 2x Amethyst drüber, bam. Bisschen Platz schaffen, bumm. Das Amethystschwert und das sieht anders brutal aus. Man hat eine. Absorption habe ich vom Goldapfel, ne? Um zu wissen, was das kann, brauchen wir eine Mobbo. Und da haben wir bereits einen Creeper. Das ist stark, definitiv. Das ist definitiv sehr stark. Lava. Lava, sie könnten wir eigentlich auch mal gebrauchen. Kiste! Ein weiterer Goldapfel. Ich habe ja nicht schon genug. Komm her, Zombie. Leuchtet das Schwert eigentlich? Nee, schade, das wäre übercool gewesen. Alter, das ist übersatisfying, Lina, das Schwert. Sehr, sehr geil. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Jetzt haben wir schon eine Spitzhacke, wir haben ein Schwert, wir haben ein Schild. Und ich habe Dias gefunden, die ich aber nicht brauche.
Aber es ist falsch, das nicht abzubauen. Also, nur das war wieder ein Übervorkommen. Olina, wir sneaken lieber. Mann, dass ihr direkt hinter... Oh, oh. Mann, dass ihr direkt hinter der Ecke so ein Sensor war. Das war auch gemein. Das war eine gemeine Nummer. Soll ich mal hauen? Hey! Wir brauchen Kisten, Elina. Wir brauchen die Echo-Charts und die finden wir in Kisten, in Kisten. Kisten, Kisten. Hier ist das Portal. Mann, aber ich habe jetzt eigentlich auch keinen Bock, jetzt so zu sneaken, Elina, immer. Ich glaub, ganz schnell. Was? Bei wem der auslöst, der ist der Loser. Weiß ich nicht. Wir haben ja sehr starke Waffen. Wir müssten den eigentlich eh fetzen können. Ja, easy. Ja, easy, ne? Ey! Ach, jetzt schon kein Sensor. Oh. Ach, da ist aber voll einer gewesen. aber hier sind Amethystscherben. Nee, Müll. Wir brauchen Echo-Charts. Oh nein! Alter, man sieht dir auch dauernd nichts. Ich hab welche! Echo-Scherben! Nice. Wenn ich dich jetzt noch sehen würde. Ich glaube, er ist da nicht gespawnt, wenn wir Glück haben. Fünf Stück? Reichen die? Ja, locker. Ich brauche nur zwei. Komm mal zu mir. Oder ich komme zu dir, wo bist du? Gar kein Problem. Am liebsten würde ich ja eigentlich rausgehen. Ups, jetzt habe ich ihn gespawnt. Elina. Was denn? Vielleicht können wir ihn mit der Waffe besiegen. Lass versuchen. Ich habe einen OP-Goldapfel. Vielleicht geht da was. Na gut. Schnell, Elina. Wir müssen schnell die Waffe craften. Du bist an mir vorbeigelaufen, du Blinze. Wo bist du denn? Ich bin hier oben. Hier, nimm die Scherben. Oh mein Gott, ich höre ihn laufen. Schau, du heilige Scheiße. Oh. Hast du's? Ja, wo ist er? Da ist hier. Er. Der kommt anders angesprintet. Aua! Naja, du musst aufpassen, der lasert gern. Au! Du hast es geschafft! Ich hab den One-Shot weggehauen mit dem Skalkschwert. Das ist ja ein Überschwert, holy Alter. Da sage ich nicht nein, sage ich mal für, ne? Schön, dass ihr die da trotzdem erwischt hat. Das waren verrückte Crafting-Rezepte in Minecraft. Zusammen mit Elina, Muggy und Jemeno. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst eine positive Bewertung da auf das Video. Abonniert den Kanal kostenlos, würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und klickt jetzt auf das Video, dann kommt ihr direkt zum nächsten Video. Und dann sehen wir uns gleich dort. Bis dann, euer Benson. Ciao.